Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Battle for Azeroth. Ja, wir sind bereits im Dungeon oder werden jetzt gerade ins Dungeon eingeladen. Heute mal wieder eine Dungeon-Folge, das Riesenflöz. Das ist, oh tatsächlich, das ist sogar die Instanz, die ich gespielt habe in der Alpha-Version. Richtig, genau. Ich weiß leider nicht mehr genau alle Gegner, aber das ist auch eine zweigeteilte Instanz, soweit ich noch weiß. Wir müssen mal schauen. Wir legen jetzt auf jeden Fall erstmal los. Ich habe noch Gift für 9 Minuten drauf, die muss ich auch gleich mal erneuern. Ich hoffe, ich denke gleich dran. Wir werden uns die Gegner auf jeden Fall mal ansehen. Das müsste wirklich die Instanz sein, die ich mal in der Alpha-Version gespielt habe. Habe ja da nur 2 Instanzen gespielt. Zumindest waren nur 2, ich glaube, es waren sogar nur 2 freigeschalten in dem Moment, wo ich die Alpha gespielt hatte. Habe mich ja dann nicht mehr spoilern lassen und habe sie dann nicht mehr gespielt. Da kann aber jeder auch mal gerne vorbeischauen. Ist sowieso oder das meistgeklickteste Video, die erste Folge von der Alpha von Battle for Azeroth auf meinem Kanal. Und ja, da kann man sich dann schon mal ein paar kleine Infos auch dazu wieder abholen. Wie es denn so war, bevor eben das Spiel rauskam. So, nichtsdestotrotz, ich muss mal ein bisschen meinen Lautstärke, glaube ich, hochdrehen. Ich hoffe, für euch passt das so. Meine Kopfhörer sind ein bisschen eichleise. So, wir kämpfen uns jetzt hier erstmal durch den Trash. Ich muss mir jetzt dann gleich mal den ersten Boss anschauen, was der denn überhaupt so kann. Unterbrechen sollte man nach Möglichkeit hier dementsprechend auch wieder. Kriegen wir aber alles zusammen. So. Oh, da hinten ist noch eine Gruppe. Das hat der Tank irgendwie noch gar nicht mitgekriegt. Kann das sein? Jetzt hat er es mitgekriegt. Sehr schön. Wahrscheinlich hat er sich auch gerade die Gegner durchgelesen, so wie es ich gleich machen werde. So. Heilen, Heilung wird nicht. Das heißt, wir kicken hier dementsprechend. So, ich schaue mal einmal ganz kurz die Gegner an. Und zwar haben wir 4 Gegner hier an der Zahl. Oh nee, sie ist doch nicht aufgeteilt. Aber die Instanz, ich hoffe, sie haben es ein bisschen verändert. Ich habe, glaube ich, 50 Minuten oder noch länger an der Instanz gespielt gehabt. In der Alpha-Version. Ich hoffe, dass sie das irgendwie behoben haben und ein bisschen weniger Trash oder ein bisschen die Instanz noch verkürzt haben. Das wird sonst, glaube ich, wirklich übel werden, das Ganze. So, da sind noch 2 mitgepult. Ah, ein paar, die letztendlich neutral sind von den Gegnern her. Das Riesenflöz. So, wir schauen. Na, da war ich in irgendeinem Effekt drin gestanden. So, wir schauen mal, was wir machen müssen. Vermeidet Schaden durch die Detonation mit Zeitzünder, indem ihr die Azeritbomben zurück in die Richtung des Meuteverprüglers kickt. Okay. Azeritbomben also zurückwerfen, die ihr ja, in die Menge haut letztendlich. Meidet die Schadensklaue des Meuteverprüglers. Okay, und ausweichen. Das kriegen wir hin. Also nichts Besonderes, das übliche Zeug. Ich glaube, ich die Akku. Ich habe die Akku wegen dem Auftrag. Oh, jetzt wird's heavy. 6 Minuten habe ich nur noch Gift drauf. Entrinnen. Oh. Erstmal den hier, dann den kleinen Trash. Der hat ein Schild, aber gut, ich stehe sowieso meistens hinterm Gegner. Im Normalfall sollte ich zumindest hinterm Gegner stehen. Von dem her egal. Ich glaube, das Design haben sie auch noch mal ein kleines bisschen angepasst von dem. Ich erinnere mich, glaube ich, dass der ein bisschen anders so aussah. Okay, da müsste ich jetzt, glaube ich, selbst mal meine mein Let's Play wieder angucken, um da genau sicher zu gehen. Ah, das waren sogar ein Gegner mit Namen. So. Der erste Boss ist dann da hinten. Nee, es dauert doch mit dem Trash relativ lange, wobei... Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Gegner schneller fallen. Also insgesamt schneller umfallen. Oh, ich mache relativ viel Akku sogar schon. Dabei, ja, nach wie vor, wir haben das Item-Problem nach wie vor nicht gelöst. Deswegen sind wir hier auch in der Instanz. Ich hoffe, dass ich... Wir haben das letzte Mal, in der letzten Instanz haben wir ein Item gekriegt. Und zwar war das ein Umhang. Stufe 315 und ich hatte einen 300er Umhang. Das heißt, der war sinnfrei. Aber gut. So, Explosion. Na, da wurde noch mitgepult. Das war ich allerdings ausnahmsweise mal nicht. Ach nee, Mech-Jockey ist gar kein Gegner-Name, ist einfach nur ein Jockey. So schnell konnte ich dann noch nicht lesen. So. Paar Gegner haben wir noch. Na komm hier. Wobei, es sind nur noch normale übrig. Erstmal Gifte drauf. Bevor ich es wieder verschwitze. Ja, die Gruppe ist super. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass wir hier irgendwie mal wipen sollten oder irgendwas in der Richtung. Ja, ich hänge im Boden fest. Ach so, die kann man aufhalten. Die Jockeys. Na komm. Ich stun mal. Ob es was bringt oder nicht, das sehen wir dann am Ende. Die müsste auch die
müsste normalerweise heilen können, diese Snack irgendwas. Snackverkäuferin. Und wenn ein Schocki nicht einsteigen lässt, beziehungsweise nicht den großen aktivieren lässt, dann ist es auch um einiges leichter. So, da oben ist schon der erste Boss. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt hier links lang am besten. Genau. Ah, normale, wo ist denn da? Hier, da ist die Elite-Tante. Auf die normalen brauche ich nach wie vor als Schurke einfach gar nicht einschlagen, weil es sinnfrei ist. Ich müsste erst Kombo-Punkte aufbauen, müsste meine Blutungseffekte draufhauen. Apropos Blutungseffekte. Wir stunnen mal, bevor die anfängt zu heilen. Da stunne ich lieber die Gegner und verhindere, dass sie heilen. Aber wir haben relativ gute Absorption. Schaden kriegen wir auch nicht so viel. Alles drin. Dankt euch für euer Vertrauen und wünscht euch viel Vergnügen mit eurem neuen Basis-Prügel-Paket. So, da hinten ist schon der erste Boss. Eins von diesen Roboter-Teilen letztendlich. Ich habe schon wieder die Aggro. Okay, muss nicht sein, aber... Ja, und vor dem, also die Bomben in seine Richtung nach Möglichkeit zurückkicken, dass er Schaden kriegt und aus Effekten rausgehen. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, welcher Effekt. Irgendein Effekt, ist egal. Kicken und rausgehen, mehr müssen wir sowieso nicht merken. So, die versucht Gott sei Dank nicht mal mehr zu heilen. Ich habe keine Ziele. Ah, der Chocky noch. Und ja, mittlerweile, also wir werden es jetzt die ganze Zeit so machen. Ich werde jetzt auch die nächste Folge, wird dann gleich wieder ein Dungeon sein. Das heißt, ich werde diese Wartezeit, weil man braucht ungefähr, ich habe jetzt knapp über 20 Minuten gewartet, bis ich in dem Dungeon drin war. Ich erzähle es nach dem Bosskampf, während des Trash. Stromspannung erhöht. Ich muss näher ran. Ah, okay. Okay, kann man raus. Ach so, das ist der Effekt, wo ich rausgehen soll übrigens. Schädigungen dieser Maschine verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen. So, das war das mit dem Zurückkicken gerade eben aus diesem Ding, wenn er diesen Bodeneffekt macht. Das ist, glaube ich, das, wo ich dementsprechend auch rausgehen soll. Genau. Ja, wobei, da komme ich gar nicht raus. Da kann ich drin stehen. Da kann ich drin stehen bleiben. Da müsste ich jetzt mit Sprinten, müsste ich rausrennen. Das würde gehen, aber das macht nicht so viel Schaden. Okay, wieder die Fußbälle auf ihn schleudern. Oh, der war daneben. Oh, ich hab ihn getroffen. Das ist zu weit entfernt. Ja, 10.000. Aber ganz ehrlich, da kann ich drin stehen bleiben. Das macht ihm fast gar keinen Schaden. Der ist auch gleich tot. Also, das mit den Fußbällen ist ganz nice. Kommt mir so ein bisschen vor wie bei der Fußball-WM. Sonst. Oh yeah! 310er. Na toll. 290er Item können wir hier nur austauschen. Schade. Ah, der hat nochmal Gold fallen lassen sogar. Haben wir allerdings ein neues Objekt für die Sammlung und haben immerhin um 20 verbessert unser Gegenstandswertung und sind bei 285 mittlerweile. Also, geht. Ich hoffe, dass wir noch ein Item kriegen oder vielleicht sogar zwei Items. Wären letztendlich schön, wenn wir es kriegen würden. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal eins beim ersten Boss. Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, dass wir noch ein, zwei kriegen, damit wir nicht allzu viele Instanzen machen müssen. So, jetzt kommt erstmal wieder relativ viel Trash, bis hier dann der nächste Gegner kommt. Ich stehe schon wieder in irgendeinem Bodeneffekt drin. Das sieht man übrigens, wenn ich hier in diesem, also das Außenrot, außenrum um die Karte rum, zeigt letztendlich an, wenn ich irgendwo drinstehe, wo ich gerade Schaden beziehe. Falls sich einer fragt, wieso ich weiß, dass ich in irgendeinem Effekt drin bin oder dass ich gerade Schaden kriege. Ist da noch Elite dabei? Ah, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Dame? Oh, Bombe. 19.000, macht sogar mehr Schaden. Okay. Ich glaube, aus 4, 5 Bomben sollte man durchaus rausgehen. Das waren jetzt nämlich 19.000 Schaden von einer. Und ich glaube, 4, 5 Stück, die hauen schon ordentlich einen drauf. So, nächster. Ich schnappe gleich mal wieder den Elite. Ja. Ich muss näher ran. 1, 2. Ah, easy going. Hab schon wieder Aggro. Okay, sei es drum. Ja, wir werden das so machen. Ich werde das Ganze immer so machen, weil ich habe ungefähr 20 Minuten jetzt auf das Dungeon gewartet, bis ich drin war. Ich werde die Aufnahme immer erst starten, wenn ich im Dungeon eingeladen bin. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nicht mehr questen, bis ich dementsprechend eine höhere Gegenstandsstufe habe, weil auch das Questen relativ anstrengend ist, wenn ich keine passenden Gegenstände momentan habe einfach. Kann ich den stunnen? Nee, irgendwie... Achso, ich habe keine Kombo-Punkte. Und deswegen, ja, die nächsten Folgen, die nächsten 1, 2, 3 Folgen, je nachdem, wie viele Gegenstände ich jetzt hier beispielsweise schon aus dem Dungeon rausziehe, werden dann erstmal, ja, alles Dungeon-Folgen werden. Ich hoffe auch neue Dungeons. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir in dem Dungeon sind. Ist auch ein Level 120 Dungeon, also ein Endgame-Dungeon letztendlich, wo wir dann auch heroisch reinkommen. Komm, du machst hier keinen Effekt, den habe ich gekickt. Und ja, landschaftstechnisch
können wir uns vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen was umschauen hier, aber ich kenne es eigentlich schon. Großartig verändert hat sich's jetzt nicht. Es hat sich ein bisschen verändert, aber im Gegensatz zu Alpha, es war eigentlich schon final fertig, das Ding, so wie es aussieht. Na, okay, jetzt sind es zwei. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Kicken, aber ich habe Nier, Nieb und habe einen Kick. Von dem her, ich tue mein Möglichstes. Hier ist er. Ich hätte gerne einen Gegner wieder, der halt tot ist, nämlich. So, jener hier, den werde ich dann wieder kicken, sobald er soweit ist. Jetzt ist er soweit. Kick. Dann kann er diesen Wundeneffekt nicht auslösen und ich glaube, der macht auch relativ gut Schaden, weil der eine relativ lange Castzeit hat. Normalerweise ist nämlich Castzeit gleich Schaden. Oder je nachdem, bei den Bomben haben wir ja auch relativ viel Zeit rauszulaufen. Heißt, die machen auch relativ viel Schaden. Und meine Nase fängt gerade an zuzuwehren. Ich glaube, ich brauche schnell eine Taschen. So, ich hoffe, ja, man hört mich wieder und ich bin wieder da und ich bin halb tot. Ja. Drinstehen ist eine relativ schlechte Idee, aber man sieht mich wieder und man hat auch wieder Ton. Sehr schön. Ja. Irgendwie, ich habe nämlich jetzt, wir haben ja kurz, man sieht ja, welchen Tag wir haben und wie viel Uhrzeit und so weiter und so fort. Das sieht man ja oben alles. Heute ist der 10. Und, ja. Ich habe nämlich über Dezember habe ich Urlaub. Also über Dezember ist auch gut. Wir haben Dezember. Über Weihnachten habe ich Urlaub. Also, das ist übrigens schon der nächste Boss. Ich glaube, wir müssen erstmal die Kleinen hier killen, aber. Die Erde wird euch verschlingen. Tötet und würde schnell. Da muss ich raus. Um den anderen ihnen ursprünglichen Schaden zu minimieren, lauft dem Erdwüter davon, dass er. Achso. Welchem Erdwüter? Ach, der hier. Erstmal sollen wir die Kleinen töten. Wo ist er? Da. Und aus den Bodeneffekten raus. Mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Diesen Erdwüterich, den umnieten noch und das war's dann letztendlich. Der Boss selbst kann, glaube ich, gar nicht so viel. Jetzt habe ich ganz vergessen, ihn durchzulesen. Ah, okay. Das sollte man noch rausgehen. Und dann kann man auch schon auf den Boss. Ich glaube, eines dieser Erdwüteriche beschwört er sogar. Also alle töten. Wobei, gerade sind alle tot. Aber ich glaube, da kommt wieder ein neuer nach, normalerweise. So, Vendetta einmal. Ah ja, sag ich doch. Dieser Erdwüterich, der kommt immer wieder, von dem her. Ich glaube, es zieht sogar dem Boss Schaden ab, wenn wir die töten. Kann das sein? Ich glaube. So. Gut. Nächster. Ja, und das war's jetzt endlich schon mit dem nächsten Boss. Mal sehen, ob er ein Item für uns hat. Nee, leider nicht. Aber es ist normal. Also, man kriegt immer ein Item. Dann braucht man zwei, drei Bosse, je nachdem. Bis man dann wieder mal ein Item kriegt. Also, man muss schon sehr, sehr viel Glück haben, was ich leider nicht habe. Dass man mehrere Items hintereinander kriegt. So, hier kann man einmal mit dieser Karre fahren. Das ist auch ganz cool. Ich bin der Meinung, dass das in der Alpha noch zweigeteilt war, das Ding. Kann mich aber auch irren. Also, es ist ein paar Monate her. Wann kam die Alpha raus? Oh Gottes Willen, Mai, April oder sowas, glaube ich. Im August kam ja schon das Add-on. Also, die Alpha ist schon lange her, auf jeden Fall. So, da war gerade irgendeiner mit irgendeinem Effekt. Ah, das ist die Heiltante. Die werde ich mal bearbeiten. Nicht, dass sie irgendwie anfängt zu heilen oder... Nur unterbreche ich es einfach. So, den nächsten Boss müssen wir dann mal auch gleich mal anschauen. Zwei haben wir noch vor uns. Das heißt, die Chance auf zwei Items ist momentan noch gegeben. Ich würde aber gerne auch noch nebenbei schauen. Hallo? Nee, wegkicken. Wegkicken ist böse. So schwebt er eigentlich böse, macht er keinen Schaden, machen wir keinen Schaden. So, nächster Boss, Rixi Fluxflamme. Keine Ahnung, ich glaube, der heilt sich hoch, aber ich beschäftige mich jetzt erstmal mit Rixi. Rixa. Achte darauf, wo Rixi ihren platziert. Okay, ein Sturm. Ja, ausweichen letztendlich. So, die nehme ich mir vor. So, lasst euch nicht von Rixis Treibgasbrand in dem Asteroid stoßen. Okay. Okay, nicht wegstoßen lassen. Ich bin Schleim. Ich bin Schleim. Deshalb auch immer. Es wird einen Sinn und Zweck haben, aber ich bin ein Schleim. Sehr schön. Man hat mich schon Schlimmeres genannt als Schleim.
So, wir stunnen hier mal. Hier wird mal gekickt. Dann haben wir beide dementsprechend erstmal bedient. Und wir können hier Schaden ohne Ende drauf machen. Ah, dieses Schleim werde ich vielleicht kicken sollen. Egal. Mein Fauxpas. Ach, und dieses Genie der Ventura Co. Company. Das kriegt irgendwie Heilung dann, oder was? Kriegt wahrscheinlich nur irgendeinen Bodeneffekt oder sowas. Wird dann hochgeheilt wieder. Wenn aber für ziemlich viel Leben. So, der nächste Boss müsste dann, glaube ich, irgendwo da oben stehen. Oder? Ja, irgendwo oben auf dem Hügel. Das ist zu weit entfernt. Ich denke immer, wenn ich die Karte aufrufe, dass ich kurz vorm Sterben bin. Oh, cool, ein Quietschentchen. Ja, auch zum Dungeon-Design. Also ihr seht wahrscheinlich mehr als ich, weil ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich hier noch halbwegs Schaden auf die Gegner rausteile. Deswegen kann ich mich gerade nicht ganz so damit beschäftigen, weil es hier Schlag auf Schlag geht. Aber ihr seht einiges davon. Ich zoome mal ein bisschen weiter raus auch. Cool Design, finde ich's. Ja, wieder verwandelt, okay. Man sollte diesen Verwandlungseffekt, glaube ich, unterbrechen. Schnappen wir mal die hier. Ja, ich misste ihn, dann unterbreche ich jetzt immer den Effekt, wenn er kommen sollte. Die anderen Effekte lasse ich dann durchrennen. Ach komm. Ah, nee, wir haben keine Kombo-Punkte gerade. Okay, die kann eh keinen Effekt mehr auslösen. Okay, irgendjemand anders hat mich gerade verwandelt. Wieso immer ich? Immer auf die kleinen, armen Schurken. Kann doch gar nichts dafür. Ich bin ein armes Mädchen, lasst mich in Ruhe. So, Kick. Und Stun und tot. So, wer fehlt noch? Ach, dieses Vieh hier. Kann das Leute... Nee, das... Nee, der verwandelt nicht die Leute in Schleim. Egal. Wir werden dieses Mysterium leider nie lösen. Ja, zum Dungeon Design. Ich finde es cool gemacht. Es ist wirklich extrem viel los. Man könnte hier, glaube ich, also Trash-Gegner könnte man, wenn man möchte, hier, glaube ich, 20 Millionen Stück töten. Nicht, dass es einen Sinn machen würde, aber man könnte. So, ich schnappe die Tante. Ich glaube, das ist wirklich die, die verwandeln kann. Ja, da haben wir es doch schon. Unterbrochen. Sehr hübsch. Bis dann. Und da kommen wir auch relativ gut Schaden rüber. So, hin. Dann erstmal den hier. Keine Ahnung, was der kann. Ich habe einen Effekt auf mir. Oh, das macht 4000 Schaden. Ich krieg 7000 Heilung. Das ist jetzt nicht das große Problem. So, unterbrochen. Nächster, nächster, nächster. So, und da vorne ist dann schon die Trixie. Was hatten wir? Ich hab's. Ganz ehrlich, ich hab's schon wieder verdrängt. Achtet darauf, wo Trixie ihr, ne? Platziert. Lasst euch nicht von in diese. Irgendwo reinschauen lassen und nicht anzünden lassen, glaube ich, war's. Relativ easy going. Können wir die stunnen? Glaube nicht, oder? Nee, ist in dem Mond. Haben wir schon fast gedacht, auch wenn die hier dementsprechend nämlich, die haben nämlich die, dieses Auge. Das heißt, ich kann mich an denen auch nicht vorbeischleichen. Die würden mich erkennen. Falls das einer nicht weiß, aber ich nehme mal an, dass die alle Vollprofis sind. Von dem her, ich erkläre es trotzdem nochmal gerne. So, Rixa. Ich habe auch schon wieder Trixie, glaube ich, gesagt, aber egal. Also nur irgendwelche Effekte auf den Boden ausweichen und ihr mit ihrem, ja, Schleimding da ausweichen. Ja, genau. Da nicht drinstehen und da irgendwie nicht reinschubsen lassen nach Möglichkeit. Ursache 7000 Naturschaden. Das können wir nachher mal auch unterbrechen, aber einmal 7000 gehen. Ich weiß nicht, ob das Ding... Nee, es deckt nicht. Okay. Sieht man, ob jemand anvisiert wird eigentlich? Sicherheit geht vor. Okay, das sollte man dementsprechend, glaube ich, rausgehen. Ich war jetzt direkt drin gestanden, aber naja, egal. Wir haben es überlebt. Ach, das ist Azerit, was die da hinspuckt. Coole Farbe. Okay, aus der Kanone wieder raus. Nicht reinschubsen lassen ins Azerit. Aber das war's schon. Okay, wieder kein Item. Ich hoffe, dass wir beim Endboss dann vielleicht noch ein Item kriegen. Der Endboss ist eine Art, wie hieß er? Ach du Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Megatron? Nee. Megatron, wie ist denn der? Okay, erstmal auf den Großen vielleicht, glaube ich. Wie hieß denn der? Der mit dem Kopf, Mimirion, genau. Ja, mir ist der Name nicht eingefallen. Mimirions Kopf, das ist so... Okay, aber es ist auf den... Gerne doch. Mimirion, das ist auch wieder so. Eigentlich ist es prinzipiell das gleiche wie Mimirions Kopf, der dann hin und her schwebt. Ich glaube, irgendwelche Bodeneffekte auf dem Boden macht, wo man rausgehen muss und irgendwas explodieren lässt. Eigentlich exakt wie Mimirion.
Falls sich da noch einer drin erinnert. Ich bin außer Reichweite. Wollen wir da raus? Ich glaube schon. Macht gut Schaden. Wenn du den Umhang nicht brauchst, nehme ich ihn gerne. Ich glaube, diese Bomben, die muss man zum Explodieren bringen, oder? Das ist zu weit entfernt. Alter, gerade, also schadenstechnisch sieht es gerade. Lässt der Heiler abgelenkt. Ich bin außer Reichweite. Nee, du machst das mal nicht, was auch immer das gerade war. Wir stunnen mal. Die hier, den hier, den hier, den hier. Ich nehme mal die Fliegende, ich glaube. Wobei, ich nehme nicht die Fliegende. Die ist mir zu flix unterwegs. Das sollen die Range-DDs machen. Ich muss da nicht hinterher rennen als, ja, Mili. Ich brauche den leider. Ah ja, der Heiler war am Zurückschreiten. Ist immer ganz gut. Dann gibt es ab und zu mal Schaden. So, unterbrochen haben wir. Kommen hier nochmal einen Stun raus. Warum nicht? Wir haben es ja. Die Minen liegen hier übrigens im Boden. Das heißt, sie aktivieren sich, sobald man an denen vorbeiläuft. Und suchen sich dann einen Gegner aus, auf den sie zurennen. Im Normalfall der Tank. Ja. Er wollte gleich mehrere Bullen. Das hat nicht funktioniert. Aber der Versuch zählt. Ja. Bring mal mit. Wo ist er denn? Wie jetzt? Ah ja. Okay, man kann auch die halbe Inni gleich pullen. Warum nicht? Wenn es so weitergeht, mach gleich mal verschwinden. Der Heiler ist gleich hin. Wo ist denn der Heiler? Der Heiler ist... Ich hab 180. Ja, komm hier. Erstmal den hier, einer nach dem anderen, bitte. Da ich gerade die Akku von ihm habe. Bombe. Ja, gut. Verschwinden habe ich noch. 7, 10, Akku. Ja, das war jetzt nicht allzu das Schlauste, alle Gegner auf einmal zu pullen. Aber die Gruppe ist gut. Das muss man ihnen so gut halten. Ah, so eine Hektik. Ich würde mir gerne nochmal den Endboss angucken. So, Endboss. Verhindert, dass euer Verbündeten von der Explosion der Zielsuchrakete getroffen werde, wenn sie euch folgt. Okay. Das heißt, ja, die Rakete folgt uns. Das heißt, Verbündete dementsprechend nicht treffen lassen. Das heißt, nur sich selbst treffen lassen. Heißt, man kann ihr nicht vollständig ausweichen. Wichtig nicht, dass ich wieder stundenlang im Kreis renne auch. So. Muss die Geschosse des dicken Roten gehen mit einem... Schmetterbohrer treffen, um zu... Ah, okay, man muss sich neben diesen... neben so einem Ding stellen, damit er runtergeht dementsprechend. Ihr werdet es gleich sehen. Ich erinnere mich grob dran. Halt, erstmal den hier. Nein. Ich bin außer Reichweite. Böse, nicht heilen. Okay, die sind immun. Schade. Ich muss näher ran. Wir werden es gleich sehen. Der befindet sich hier oben, ist schon der Endboss. Der befindet sich hier auf dieser Plattform. Sollte an und für sich aber, glaube ich, kein Problem sein. Man muss sich neben so eine Rakete stellen oder neben so ein Ding stellen. Der Rakete muss man ausweichen, sodass nicht jeder davon betroffen wird. Kriegen wir alles, glaube ich, halbwegs zusammen. Und hoffentlich kriegen wir ein Item. Wir können uns... Komm, hier. Item. Ja! Der Endboss hat auch wieder dementsprechend nämlich die Items, die für die Azeritmacht da sind. Genau da gehört er hin. Und es ist halt, ja, es ist eine Abwandlung von Mimierens Kopf. Es sieht nicht, sagt so aus, ich weiß, es sieht ein bisschen gefährlicher aus. Achso, die Rakete. Genau, aus dem Bereich raus, dann kann man es explodieren lassen, wenn keiner mehr in dem Bereich drin steht. Dann kriegt nur der eine Schaden und die ganze Gruppe Schaden. Hier wird dann irgendwo was auf dem Boden. Ja, dem Ding einfach so ausweichen. Immer schön hinter ihm stehen. Kein Problem. So, nächste. Ja, 15, okay, 15.000 geht eigentlich. Ich finde 15.000 ist gar nicht so viel. Maschinengewehrpistole. Oh, diesmal in die Richtung. Oh, der ändert in die Richtung. Aber ich glaube, hat er zwei Phasen, der Boss? Ah, ja. Jetzt kommt die andere Phase. So. Wir haben hier mal Gegner, die spawnen. Und wir haben dieses, genau, dieses Ding hier, wo er runter muss. Ich bin außer Reichweite. Also jener hier, sie müsste sich jetzt neben dieses Ding hier stellen, damit er runterkommt. Das war jetzt leider zu spät. Denn dann, wenn er auf diese, was ist das, explodierendes Fass oder sowas soll das, glaube ich, darstellen. Wenn er dann dementsprechend, ja, jetzt müsste sich der oder der Heiler müsste sich jetzt dahin stellen. Dann würde er runterkommen und würde diese Phase beenden. Wenn er da drauf geht. So, jetzt beispielsweise bei mir. Ich stelle mich jetzt mal hier rein. So, er würde jetzt gleich runterstürzen auf mich.
Ich nehme mal hier, ich weiß nicht, ob es. Ah ja. Ja, das. Ich hab's so absorbiert. Jetzt leidet mein Versicherungsbeitrag. So, das löst nämlich sein Schild. So langsam aber sicher, glaube ich, auf. Ja. Aber man muss ja zu diesen Dingern stellen. Ja, jetzt nochmal. Der hat's noch nicht so kapiert. Platt machen! Okay, ich bin's wieder. Ich stehe in so einem Ding drin. Alles gut. Geht zum Fass. Ah, ein Fass soll es darstellen. Okay, es soll ein Fass darstellen. So, zweimal. Jetzt ist er dementsprechend wieder unten und wir können wieder Schaden aufmachen. Sein Schild ist nämlich jetzt dadurch weg. Okay, hier wird es gerade auch erklärt im Chat. Ich habe es ausnahmsweise mal selbst gerafft. Wunderhübsch. So, der hat die Rakete drauf. Oh, das sind 15.000 Schaden. Ich finde das jetzt nicht so schwer. Man muss aber auch sagen, wir sind jetzt nicht in der heroischen Version, sondern in der stinknormalen Version unterwegs, da mir ja noch die Gegenstandsstufe fehlt. Das heißt, in der heroischen sollte man, glaube ich, das wirklich beachten, glaube ich. Aber in der normalen Version. Scheiß drauf. So, da ist er. Und wir haben die Instanz, das Riesenfluss zum ersten Mal abgeschlossen und. Wir haben kein Item. Schade. Schade, schade, schade. So, ich werde die Gruppe gleich verlassen, da ich heute nur eine Aufnahme machen werde. Und ja, wir sehen uns dann dementsprechend in der 26 Minuten. In der Alpha habe ich, glaube ich, wirklich eine Stunde gebraucht oder länger sogar für die Instanz. Also, die haben da ein bisschen was geändert, glaube ich. Allgemein den Schaden oder so oder von den Monstern ein bisschen niedriger alles gemacht. Ja, wir sehen uns dementsprechend hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Denkt auch daran, der Hexenmeister geht wieder weiter. Dementsprechend, also ohne ACC geht Hexenmeister von Level 1 bis Level momentan 59. Da geht es auch am Sonntag dann dementsprechend wieder weiter. Und ja, morgen gibt es dann noch eine Folge World of Warcraft Battle for Azeroth. Dann auch gleich wieder ein Dungeon. Wir brauchen nämlich ganz, ganz dringende Items. Ich möchte mir keine Informationshaus kaufen. Die Option gibt es natürlich auch. Ich will mir das Ganze allerdings erarbeiten. Ich glaube, es ist auch für euch interessanter, als wenn ich in das Auktionshaus gehe und mir einfach ein Item kaufe. Wir haben wieder nur ein einziges Item bekommen. Leider auch wieder ein gutes Item ausgetauscht. Wir haben hier so 259 Item, was besser gewesen wäre. Dann kriegen wir nämlich viel mehr Punkte zusammen. Aber gut, so langsam was ich hier kommen wir auf den Weg in Richtung heroischer Instanz. Ab Stufe 300, glaube ich, war heroisch, oder? 305 sogar. Okay, das heißt, wir brauchen noch 20 Punkte. Gegenstandsstufe, hier ist die Gegenstandsstufe übrigens. Damit wir ins Heroische kommen und dann können wir dann irgendwann Schlachtzugbrowser spielen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.